Frage, bleiben die Züge genauso stehen wie die Busse? Oder muss man das denen sagen? Der bleibt genauso stehen. Ja, fast. Wir machen ihn einfach mal kurz gleich. Ah, anhalten. Ausladen, ausladen, ausladen. Slater ein und wann fährt er los jetzt? Okay. Das können wir doch schnell machen. Jetzt haben wir gleich mal zurück, denn je mehr wir haben, desto mehr Zinsen müssen wir natürlich auch zahlen. Busse machen ja auch gut plus. Wo sind sie denn hier? Der ist fast voll. Wie sieht's hier drüben aus? Jetzt haben sie sich wieder einen anderen Weg gesucht. Haben sie herausgefunden, der ist kürzer. Ist eigentlich immer noch so, dass wenn der... Ja. Wollte gerade nachgucken, ob es immer noch so ist, dass das Signal gleich runtergeht, wenn der Zug vorbei ist. Aber die zwei Züge hier geben uns gut Money rein. Können wir uns mal ein bisschen hier umgucken. Denn dann könnten wir uns schon mal einen Plan machen, wie wir denn die Lebensmittel oder die allgemeine Güterversorgung der Städte bewerkstelligen können. To save. So, wir haben hier Lebensmittel. Dafür brauchen wir Vieh und Getreide. Was haben wir hier? Eisen. Ah, Vieh und Getreide wird auch in einem produziert. Okay, das ist ja dann gar nicht mal so schlecht. Das heißt, das ist die einfachste Kette. So, was brauchen wir noch? Was ist das? Werkzeuge. Hier werden Werkzeuge gemacht. Dafür brauche ich Bretter und Stahl. Hier werden Baumstämme zu Bretter. Und Stahl. Stahl, 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 Stahl. Wo wird Stahl produziert? Wird hier nirgends Stahl produziert? Jungs! Hä? Bin ich jetzt dumm? Was ist das? Rohöl. Nee, freu nicht. Wo, hä? Baumaterialien. Lalalala. Was haben wir hier? Kunststoff. Wo wird Stahl hergestellt? Baumaterialien? Maschinen. Okay, entweder ich bin zu dumm und sehe es hier.
aus Kohle. Ja, das hätte ich mir ja schon fast gedacht, aus Kohle und Eisen. Hier hätten wir Kohle, da hätten wir Eisen. So, was brauchen wir noch? Sagen wir hier erstmal zurück. Okay, 21% benutzen nur meine Linien, okay. Dann bräuchten wir noch Waren. Ist das Waren? Nee. Das hier sind Waren. Oh, okay. Okay, wir brauchen entweder Bretter und Kunststoff oder Bretter und Stahl. Oder brauchen wir beides? Das ist eine gute Frage. Was haben wir hier? Baumaterialien, das brauchen wir bestimmt da unten. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Nein, ich möchte hier. Waren, Baumaterialien, Maschinen, Treibstoff. Maschinen habe ich gesehen hier. Genau. Also das ist echt kompliziert, muss man sagen. Zudem braucht er das jede Stadt? So wie ich das sehe. 250, 240. Hier brauchen sie 300 und 280. Okay, das heißt ja... Das heißt ja eigentlich, jede Stadt braucht... alles. Wenn man so ausdrückt. Jede Stadt braucht alles. Es ist aber nicht gut. Man könnte... Kann man... Kann... Blablabla. Hier gibt es eine Werft. Okay, so geht's noch. Hier haben wir einmal Güter. Dafür haben wir aber kein Geld und wir haben einmal Personen. Aha, okay. Flugzeuge, wann sind die verfügbar? Steht nicht dran. Oh, wo müssen wir her? Müssen wir hier unsere Züge ausbauen? Wie viel bleiben stehen? Nicht gut, nicht gut. Was haben wir hier? Schlacke. Stein. Stein? War mal Stein. Stein? Stein? Stein. Das ist echt nicht leicht. Hier haben wir Öl, Getreide, Getreide zu Kunststoff. Okay. Jetzt ist hier die Frage, wie machen wir's? Geben wir mehr aus? Geben wir aus dafür, dass wir dann schneller sind? Schneller sind, aber dafür mehr Betriebskosten haben. Weil wir machen ja plus jeden Monat, aber nur 1 Million. Wir lassen es einfach mal ein bisschen laufen. Ja, lassen wir einfach mal laufen. Wir bauen so schön. Also die Stadt ist echt gut gemacht. Man kann jetzt auch eine Stufe weiter hinzoomen. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Halt.
Man erkennt jetzt auch hier richtig den Unterschied. General Store. Gibt es solche Häuschen? 1901? Ich kann hier auch jedes Auto verfolgen. Im Geschäft. Zielwohnort. Ist ja mal geil. Ist ja mega geil. Zu Hause. Wo gehst du jetzt hin? Ziel, Arbeitsplatz. Pendeln die Leute immer so schnell hin und her, oder? Okay. Achso, der war jetzt am Arbeitsplatz, okay? Und davor war er einkaufen. Verstehe. So, jetzt fährt er wieder heim. Jetzt ist er zu Hause. Zielgeschäft. Okay, das ist echt kompliziert. Der geht immer am gleichen einkaufen? Ja. Okay. Interessant. Oh, was haben wir hier denn? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Was haben wir hier? Okay. Aha. Ah, da haben wir wieder die Industrien. Okay. Hier ist die Übersicht. Das ist die größte Stadt. Okay, wir zahlen hier mal zurück schnell. Also, ich spiele immer so, ich schaffe erstmal mein Darlehen ab, weil das bringt uns alles nur unnötige Zinsen. Ja. Aber wir müssen hier auf jeden Fall über eine schnellere und vor allem über eine andere Zuggattung nachdenken. Denn die ist erstens mal zu langsam, zweitens mal befördert sie zu wenig Personen. Könnte, mal dumm gefragt, geht das? Geht nicht, ja. Autosave. Das geht auch nicht. Schade. Ich dachte, das würde gehen. Geht das? Nö. Aber das geht ja. Ja. Gut, du beförderst jetzt noch einmal. Eine Million plus. Ja, da bleiben ja zu viele Leute übrig. Schauen wir mal gleich auf normale Geschwindigkeit. Lass mal voll herfahren. So. Ich hoffe, das geht gleich wie beim Train Fever. Dass ich jetzt einfach sagen kann, wende ins Depot. Oh, wir haben unser Geld bekommen. Geh ins Depot. Oh, währenddessen kaufe ich mal unsere neue Lok. 60, 100. Das waren beide 100, aber haben wir auch so schnelle Passagierwagen? 110.